Aguilar, der diese 120 Meter auf jeden Fall knacken kann. Einer, der kurz vor seinem internationalen Durchbruch steht, und er ist gut weggesprungen. Oben schauen Sie sich das an. Da springt der Christian Aguilar weit über 130 Meter. Das ist unfassbar. Und da wird ganz sicher verkürzt. Ja, das ist fast zu erwarten. Der hat das drauf. Der hat noch nicht mal 90 Stundenkilometer Anfahrt und springt 135,5 Meter. Ja, das ist natürlich sensationell. Aber da wird auf ihn wahrscheinlich auch das zutreffen, was für Maximilian Mechler zweimal galt aus deutscher Sicht. Zu gut für einen mit der Startnummer 7, als dass die Jury das so laufen lassen könnte. Also wir machen hier genauso weiter wie gestern. Dazu setzt er den Telemark und wir kriegen einen Vorgeschmack, was auf dieser Schanze möglich ist. 139 Meter, Schanzenrekord von Sven Hannawald.